Hallöchen! Heute geht es um folgendes Buch von Mona Jäger, Der Lauf des Lebens, Geschichten vom Menschsein aus dem Luchterhand Verlag. So, das Ganze hier drin ist eigentlich letztendlich eine Sammlung von kleinen Momenten und Momentaufnahmen, und zwar betreffen die das ganze Leben. So wie es der Titel schon sagt, Der Lauf des Lebens. Letztendlich verfolgen wir hier, soweit ich noch weiß, heißen sie Paul und Anna, getrennt voneinander, immer mal wieder, abwechselnd vom Start des Lebens, also von der Geburt bis zum Tod. Und wir tauchen ein in verschiedene Schlüsselmomente der beiden. Hier vorne, finde ich, ist das sehr, sehr schön beschrieben. Und zwar steht hier, Mona Jäger schildert einfühlsam, aber auch außerordentlich direkt, ohne jede Sentimentalität und ohne Scheu. Ihre erstaunlichen Erzählungen ziehen einen weiten Bogen und verfolgen den Lauf des Lebens von der Geburt bis zum Tod. Der klare Blick der Journalistin macht Schlüsselmomente aus, in denen sich jeder wiedererkennen kann. Der unverwechselbare Ton ihrer prägnanten Erzählstimme hält sie auf einzigartige Weise fest. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Nette, kurze Geschichten, die einen immer mal wieder quasi aus der momentanen Situation, in der man ist, rausziehen, reinwerfen in eine ganz neue. Man denkt so über seinen eigenen ersten Schultag nach, über den ersten Kurs, über solche Geschichten, die man selbst erlebt hat. Und das, obwohl man das hier nur so ein bisschen miterlebt und jeder das ja irgendwie so ein bisschen für sich selbst erlebt hat, bestimmte Schlüsselmomente. Und das Ganze ist herrlich erzählt, denn es ist so eine feine und so eine prägnante Sprache, dass man gar nicht näher darüber nachdenken muss, was meint denn jetzt die Autorin. Es ist unverblümt, es ist manchmal schonungslos, es ist manchmal so direkt, dass man das Gefühl hat, man steckt mittendrin, man ist mitten dabei, und ich finde, besser kann man das kaum machen. Deswegen von mir ein klarer Buchtipp. Schaut es euch einfach mal an. Ich kann euch jetzt leider gerade nicht sagen, wie viel das Ganze kostet. Ich würde schätzen, so um die 20 Euro. Und ja, wie soll ich sagen, es ist immer direkt erzählt. Keine Dialoge drin, aber das macht es irgendwie besonders. Also trotzdem ist man mitten dabei, obwohl man quasi nicht einen Dialog so in Echtzeit mitverfolgt. Ja, das Ganze hat, finde ich, noch etwas wenig Aufmerksamkeit bekommen hier auf BookTube. Deswegen stelle ich es euch gerne vor und rate es euch einfach mal, euch das anzuschauen, ein bisschen über euer Leben nachzudenken, zu sinnieren, zu philosophieren. Und vielleicht habt ihr auch Lust und verschenkt das Ganze mal zu einem Geburtstag, denn ich finde, Geburtstage oder bestimmte Jahrestage, an denen erinnert man sich irgendwie öfter mal an das Vergangene und das, was vielleicht noch kommt. So ein bisschen Rückschau und Ausblick. Und ja, was gibt es da Besseres als ein gutes Buch, das eben Geschichten vom Menschsein erzählt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen, und vielleicht ist es ja genau das Richtige und ihr schaut euch das einfach mal an. Falls ihr es schon gelesen habt, dann schreibt mir es doch einfach gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze so fandet, und lasst uns gerne ein bisschen darüber austauschen. Ja, vielleicht seid ihr auch anderer Meinung oder vielleicht hat euch ein Teil davon gar nicht gefallen. Würde mich sehr interessieren. Deswegen lasst einfach unten einen Kommentar da, abonniert mich, dann seht ihr auch die ganzen nächsten Videos, die noch kommen werden. Und ich hoffe, ihr schaut dann einfach beim nächsten Mal auch wieder rein. Tschüss!